heute stelle ich euch Jahre mit Martha vor von Martin Cordage, mein absolutes Jahreshighlight, weil es einfach ein total schönes Buch war. Es geht um Jimmy und der verliebt sich, als er 15 ist, in die junge Professorin Martha. Und es geht aber nicht um diese Beziehung, die natürlich wegen dem Altersunterschied so ein bisschen problematisch scheint erstmal, sondern es geht vielmehr darum, was Jimmy im Leben möchte und wie er erwachsen wird mit den Jahren. Er kommt aus einer Arbeiterfamilie aus Bosnien-Herzegowina und möchte eigentlich Bildung, Reichtum, Erfolg, glücklich sein im Leben. Und diesen Weg oder auf diesem Weg begleitet man ihn. Ein wirklich großartiges Buch. Es hat mich am Ende einfach nur zufrieden zurückgelassen. Ich konnte es gut weglegen. Vor allem in der heutigen Zeit eine wirkliche Bereicherung und es war ganz großartig. Ich kann es wirklich jeden und jeder allen Personen irgendwie ans Herz legen. Es macht großen Spaß.